Everly, Liebling, alles gut, ich bin hier. Ich habe immer noch Albträume. Das sind möglicherweise noch nachklingende posttraumatische Symptome durch den Unfall. Du bist an einem halben Hektar Cabernet entlang gegangen, einem Hang Pinot Gris und da drüben ist... Sind wir verrückt, das gerade jetzt zu machen, David? Nur ein Gedanke soll eine Rolle spielen. Dass wir ein gesundes Baby bekommen. Ich möchte einen Toast aussprechen zu Ehren dieses jungen Paars und als Willkommensgruß in unserem exklusiven Club. Kannten Sie die Familie, die vorher hier gelebt hat? Sie waren dem Ganzen nicht gewachsen. Helena, alles in Ordnung? Es war, als wäre sie besessen. Wir heißen Everly in unserem Kurs willkommen. Wir übertragen Liebe und Lebensfreude in das Kind. Manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere während dieser Schwangerschaft völlig den Verstand. Ich glaube, hier stimmt etwas nicht. Und das ist nicht bloß Einbildung. Die Weinflaschen sind einfach explodiert. Wie meinst du das? Du musst auf deine Intuition hören. Es ist dein Mutterinstinkt. Das sind schwere Halluzinationen, von denen wir hier reden. Da draußen ist jemand. Was ist das? Schutz. Schutz wovor? Vor dem Bösen. Etwas ist hier passiert. Etwas so Furchtbares, dass es das Land verdorben hat. Ist alles in Ordnung? Nicht wirklich, nein. Es ist nicht, was Sie denken. Das war der Trailer zu Visions, den uns Warner Brothers voraussichtlich ab dem 21. April 2016 in die deutschen Kinos bringt. Und dafür, dass es ein Horrorfilm ist, bin ich ein bisschen skeptisch. Er wirkt ein bisschen zu harmonisch, zu charmant. So ein richtiger Schreckmoment ist nicht mit drin, aber auch auf einer psychischen Ebene funktioniert er nicht so wirklich tiefgehend. Weswegen ich sagen muss, für einen Genrefilm sehe ich das eher ein bisschen schwierig. Ich mag den Moment zwar, wo man kurz den Handabdruck an der Wand sieht. Das ist ganz cool gemacht. Auch der etwas düstere Look und neblige mit der Kreatur, die dann kurz auftaucht. Das ist alles schon ganz interessant, aber ob es reicht, nachher einen richtig guten Punkt in einem Genrebereich zu setzen, wie eben Horror, da bin ich ein bisschen ratlos zurückgelassen und deswegen eben skeptisch bei diesem Trailer. Und Visions erzählt die Geschichte von Evelyn, die einst nach einem Autounfall verwickelt mit ihrem Mann anfängt, auf einem Weingut in Kalifornien zu leben. Aber bei diesem Autounfall, während sie selbst schwanger ist, kam bei einer anderen Familie ein Baby ums Leben. Das ist natürlich ein großes Trauma, das sie mit sich trägt und deswegen geht es ihr nicht gut. Sie hat komische Träume, sie kann kaum gut schlafen. Ihr Arzt, und das ist schön, Jim Parsons zu sehen in einem Kinofilm, attestiert ihr, dass sie Depressionen hat, aber sie merkt sehr schnell, dass irgendetwas anderes nicht stimmt und dass vielleicht sogar das neue Anwesen eben auf diesem Weingut, auf dem sie nun leben, etwas damit zu tun haben könnte. Sie bekommt Visionen, daher auch der Titel des Films und dann die Frage, was ist wirklich passiert, was ist in der Vergangenheit passiert an dem Ort, wo sie leben und welche Rolle spielt sie dann mittendrin? Das alles eben verpackt in so einen Horrorfilm, der, wie er aussieht, mehr so auf Jumpscares setzt, als auf einer psychischen Ebene einzig und allein zu funktionieren, mag ich eher mehr. Jason Blum hat mit Blumhouse das Ganze hier produziert und der ist ja bekannt dafür, als Produzent mit wenig Geld viel zu machen im Horrorbereich. Deswegen sehen wir, was Visions dann wirklich kann, hat im 21. April. Aber ich bleibe und bin skeptisch. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.